Hallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob, meine lieben Tomodachis, Battle for Bikini Bottom. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Erstmal kriegen die was vom Kopf. So. Ich wollte nochmal in die Ananas gucken. Wichtige Neuigkeiten! Die Bewohner von Bikini Bottom wurden von einer wütenden Woge schrecklicher Roboter angegriffen. So viel dazu, das still und heimlich zu klären. Die Behörden sind sich nicht sicher, wer für diese mechanische Bedrohung verantwortlich ist, haben uns aber... Ist ja nichts Neues, das kennen wir schon. Vielleicht ein bisschen auf dem Bett rumhüpfen. So, warum auch immer die Türen jetzt verschlossen sind. Weil die waren ja vorher offen. Und eigentlich wollte ich wirklich nur so hier einmal reingucken. Hey. Einfach mal nochmal alles ankicken. Waren wir hier drin? Ich kann mich nicht erinnern. Drücke X, damit SpongeBob einen Blasenwirbel ausführt. Ich glaube, wir waren hier wirklich nicht drin, ne? Okay. SpongeBob kann den Blasenwirbel benutzen, das haben wir ja schon zigmal gemacht in der letzten Aufnahme, um Tickies aufzuschlagen oder Schalter an Wänden zu drücken. Außerdem kann er damit die meisten Roboter besiegen. SpongeBob kann mitten in der Luft auch einen Blasenwirbel ausführen, um Objekte zu treffen, die weiter oben sind. SpongeBob Schwammkopf. Dilili. Es glänzt. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Da oben ist ein Socken. Da ist noch ein Schalter. Ja, hier waren wir tatsächlich nicht drin. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Und falls ihr jetzt euch fragt, wie komme ich da überhaupt drauf? Ich habe halt gesehen, es gibt ein Achievement dafür, dass du alles hier im Haus erkundet hast. Deswegen dachte ich mir, ich gucke jetzt nochmal hier einfach rein. Oh. Ja. Wie soll man dabei kommen? Manchmal ist es total befriedigend. Anscheinend so. Einen Knopf zu drücken. Okay. Drück, 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 drück. Aha. Das ist aber jetzt zeitgebunden, okay? Ja. Ah, okay. Cool. Da bewahre ich meine ganzen alten Comic-Hefte auf. Mann, Patrick freut sich sicher, dass du so zurückkommst. Jetzt habe ich nämlich das Achievement bekommen. Haben wir glatt den Raum übersehen. Oder man sollte später erst nochmal rein. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ehrlich sein darf zu euch. Geschenke öffnen ist klasse. So. Nehmen wir die Sachen halt auch nochmal mit. Ja. Jetzt können wir raus. Jetzt haben wir ja hier alles. Miau. So. Dann noch eine Sache, die ich nachgucken will. Was musste man hierfür nochmal machen?
die anderen Sachen wissen wir noch nicht. Alleine, dass es hier noch so viele Socken geben soll. Warte mal, was sollten wir noch mal machen? Panke, vielleicht gehst du einfach mal in die nächste Welt. Ja, ja, kommt ja gleich. Ich wusste gar nicht, dass Ted hier eine Lampe hat. Ja. Du stehst mir im Licht. Ja, gut. Muss ich entweder noch mal in die Aufnahme gucken oder drauf scheißen. Ich hab gehofft, der sagt uns jetzt noch mal was. Hier lernen wir wahrscheinlich immer noch nichts Neues. Ne, das kennen wir ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal in das nächste größere Level rein. So. Einmal reisen, bitte. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Oh nein. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff. Ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was. Wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Na dann. Hier geht's einfach nur wieder zurück. Noch Bikini Bottom. Weg mit dir. So, Rabums. Schön wieder sammeln, damit wir auch dem Krabs weiterhin Sachen abkaufen können. Hä? What the fuck? What? Bereit für eine Runde Schwammball? Wofür soll das gut sein? Ja, okay, da war es das aber auch schon wieder mit dem Schwammball. Die sieht voll high aus. Hey, Mann. So. Quallen klatschen. Fipfup, fipfup. Das Laufgeräusch. Oh nein, wie komme ich da nur dran? Okay, insgesamt 11 Stück, verstehe. Schade. Hätte sein können, dass man den Müll klatschen kann. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Ja. Autsch. Ey. Okay, da muss ich drauf achten. Die schießt direkt auf mich. Verstehe. Das ist ja höflich. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Yow. Na, das war so nicht geplant. Wie man sich denken kann. Autsch. Hä? Also, das hat mich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen genervt. Die Kollisionsabfragen sind schon ein bisschen ugly. Wie eine Frühlingsbrise. Manchmal. So, einmal Bumm machen bitte. Da ist wieder einer meiner bisherigen Lieblingsgegner. So, weg mit dir. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Na, gucke mal. Socken. Ich sollte mal wieder waschen.
So, gibt's hier oben noch irgendwas? Nicht. Obwohl, warte mal. Nein! Warum ist denn der jetzt kaputt gegangen? Ich wollte gerade sagen, da oben, aber... Also, ich habe gedacht, vielleicht komme ich da hoch mit einem gekonnten Sprung. Wenn ich hier drüber gehe, genau, dann würde die Hand gleich wieder kommen. So, Moment. Okay. Und die hier scheint auch die ganze Zeit zu respawnen. So, Schalter aktivieren. Bums. Hä? Bin ich jetzt blind? What? Pfannenwände, aber wo? Ja, lull, da oben. Du willst mich doch verarschen, Alter. Es ist halt voll doof, dass du aus diesem Dash-Sprung nach oben heraus dich nicht nochmal weiter bewegen kannst. Ja, aber man kommt ja auch so bei. Okay. Das wird ja... aufregend, vielleicht. Kann ich eigentlich in die Häuser? Nee, ne? Ich dachte mir, man kann ja mal nachgucken. So. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, verwandelt er sich in einen Schwammball. Als Schwammball kannst du schnell rollen, aber ansonsten nichts machen. Wenn du verletzt wirst oder eine beliebige Taste drückst, verwandelst du dich wieder in dein normales Ich. Okay. Roll, roll, roll den Schwamm. Also, bumm, rollen. So. Ach, und dann bleibt's offen, oder was? Mobbing sein Urgroßvater. Mist. Voll daneben gesprungen. Warte. Oh, da war irgendeine Kante, wo man nicht mal springen konnte. Kann ich hier drauf? Nee, nicht wirklich. Warte mal. Sorry, aber ich will halt versuchen, ob ich so irgendwie aufs Dach kann. So will der sich aber halt auch nicht festhalten. Der macht, wie gesagt, aus diesem komischen Angriffsdash heraus macht er nichts. Okay, da kann ich nicht hin. Ich habe nur das Glitzerelement gesehen. So. Ja, la 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 la. Dann halt so. La la la. Grundlos den armen Fischmann hauen.
Warte mal. Brauche ich euch als Sprungplattform? Scheint gerade so zu sein, ja? Ouch. Ja! Okay. Tabasco oder was das ist. Alles klar. Das war jetzt natürlich super höflich, dass man sich da direkt verletzt. Ohne größere weitere Warnung. Ach, hier ist jetzt auch offen. Wenn einmal offen, dann offen. Alles klar. Kapaui! Kapaui. Ah, nee! Ah! Die haben das aufgesprengt. Siehste, ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Das ist dann wieder so dieser typische Let's Player-Moment. Dass du während des Spielens gar nicht alles mitbekommst. So. Ich wollte gerade sagen, 3. 3 von 11. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen daneben springen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein bisschen Plattforming, aber das ist dann doch eher daneben springen gewesen. So. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Aber da oben kann man ja auch irgendwie hinkommen. Wie dem auch sei, ihr werdet jetzt aber erstmal zerstört. Hä? Ich wollte sagen, ich war doch direkt da drunter. So. Hui! Ich war mir nicht sicher, ob ich voll bin mit Unterhosen. Ich hätte auch so nachgucken können, aber... Ja. Habe ich halt einfach mal nicht gemacht. Okay. Warte. Bevor ich das aber mache, kann ich dich provozieren von hier? Nee, ne? Nee. Gibt's hier sonst noch was? Nee. Den kleinen Bereich haben wir. Okidoki. Dann Schalter auslösen und in Spongeball verwandeln. So. Check, 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 checkpoint. Hallo. Einmal Rabums machen und Netz kaputt. Sehr schön. Seht ihr, haben wir den Shortcut auch hier. Mensch, das ist ja wie bei Souls, du. Schade, da können wir nicht rein. In die Bank. Oh. Oh, ich stehe schon wieder unter Beschuss. Höflich. Ich meine, eigentlich bekommt man genug Kohle. Wie gesagt, eigentlich muss man gar nicht jeden kleinen Fitzel einsammeln. Ja, euch kann ich ja leider nicht zerstören, nur mit Hilfe von so einem... Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt. Hä, wie nah soll ich denn dran, um den zu provozieren? Oh, es hat leider nicht mal alle gefetzt. Ach, guck mal, da oben. Ich komme gar nicht hoch genug. Auch okay. Dann halt nicht. Erstmal die loswerden. Ja. Da schon wieder der nächste SpongeBob-Ball. Okay. Und das muss ich als SpongeBob-Kugel machen, oder was? Kann ich hier runter? Also die Frage ist ja berechtigt, weil
Bei manchen Flächen geht das ja, wie wir wissen, nicht. Da wird man dann ja eingesammelt oder stirbt.